Naja, oder wenn sich viele miteinander lieb haben. Erich Mühsam, Anarchist, Poet, zärtlicher Mensch. Am kleinen Himmel meiner Liebe will, mich dünkt, ein neuer Stern erscheinen. Werden nun die anderen Sterne weinen an dem kleinen Himmel meiner Liebe? Freut euch, meine Sterne, leuchtet heller. Strahlen steht am Himmel unverrücklich eures jeden Glanz und macht mich glücklich. Freut euch, meine Sterne, leuchtet heller. Kommt ein neuer Stern in eure Mitte, sollt ihr ihn das rechte Leuchten lehren. Junge Glut wird euer Licht vermehren. Kommt ein neuer Stern in eure Mitte. An dem kleinen Himmel meiner Liebe ist ein Funkeln, Glitzern, Leuchten, Sprühen. Denn ein neuer Stern beginnt zu glühen an dem kleinen Himmel meiner Liebe. Mein Lehrer für anthroposophische Menschenkunde, Pietro Archiati, hat uns eine Geschichte erzählt, die mich wahnsinnig berührt hat, auch wenn sie überhaupt nicht PC ist, aber sie hat mich trotzdem wahnsinnig berührt. Und mich berühren natürlich immer die Dinge wahnsinnig, mit denen ich resoniere. Und mit dieser Geschichte habe ich unendlich resoniert, weil ich das so oft ganz, ganz ähnlich erlebt habe. Pietro Archiati, dessen Gesamtwerk ich einfach empfehle. Archiati macht Steiner lesbar, sage ich immer. Einfach eingeben, Archiati Verlag, und dann habt ihr sein Gesamtwerk. Das für mich wichtigste und entscheidendste Buch, auch in meiner schamanischen Arbeit, war sein Vortrag über das Positive, da habe ich verstanden, was Dämonen sind, hat eine Geschichte erzählt. Und die Geschichte hat eine kleine Vorgeschichte. Die Familie Archiati Lombardei war total arm, sowas von arm, wie man nur arm sein kann. Die hatten kein Geld, um sich Nudeln zu kaufen, und dann haben die immer dieses Grießzeug nur gegessen. Wie heißt denn das? Polenta. Das ist wohl billig. Und die Familie Archiati hat sich von Polenta ernährt. Die haben immer so eine Schüssel Polenta. Und das größte Stück hat natürlich der Vater gekriegt, der war den ganzen Tag mit den Ochsen auf dem Feld. Und dann hat die Mutter was gekriegt und dann haben die Kinder was gekriegt. Nicht viel. Archiati sagt, er war fast immer hungrig. Immer hungrig. Und immer wenn ein Bettler am Haus vorbeiging, stürzte Mutter Archiati nach draußen, zog diesen Bettler richtig, fast gewalttätig ins Haus, setzte ihn an den Tisch und gab ihm das größte Stück Polenta. Und dann waren die Kinder noch hungriger, weil noch weniger übrig blieb. Und irgendwann hat Pietro zu seiner Mutter gesagt, Mama, ich habe so Hunger. Warum holst du mal alle Bettler und gibst ihnen die meiste Polenta? Und dann sagte Mutter Archiati, Pietro, es könnte Christus sein. Es könnte Christus sein. Ich weiß, das ist auf der Linie 1 nicht machbar. Ich habe das auch nur für Charlottenburg geschworen, dass ich jedem Bettler etwas gebe. Das ist irgendwie wirtschaftlich halbwegs tragbar in Charlottenburg. Ich komme so ungefähr auf 50 Euro im Monat. Ich weiß, für euch Öffentliche in Richtung Osten, ihr schafft es nicht. Ihr habt ja zwischen zwei Stationen, habt ihr zweimal, ich habe AIDS und hast du was zu essen. Also bei uns in Charlottenburg geht es noch. Also bis zur U-Bahn habe ich immer zwei und einen im Café Richter. Also ich schaffe das noch.
Und ich habe das nach dieser Geschichte für mich geschworen, weil es könnte Christus sein, es könnte Odin sein, Odin geht ganz oft als Bettler herum, und es könnte Harun al-Raschid sein, weil Harun al-Raschid hat sich auch oft als Bettler verkleidet und hat geguckt, wie die Reichen, und in Charlottenburg gibt es ja fast nur Reiche, mit ihm als Armem umgehen, um sie dementsprechend dann entweder zu erhöhen oder zu erniedrigen. Jetzt kommt die zweite Geschichte und um die geht's. Und irgendwann kam mal in diese durch tiefste Frömmigkeit geprägte Familie, kamen zwei Missionare. Aus Afrika. Ich weiß, jetzt wird es nicht PC, aber egal. Die den schwarzen Menschen in Afrika von Christus erzählten. Und sie erzählten, dass sie von Christus erzählten in Afrika, wo die Leute nichts von Christus wissen. Und danach musste Archati tagelang weinen, weil er war so traurig, dass es Menschen gibt, die nichts von Christus wissen. Da war der so traurig drüber, dass er dann zu diesen Mönchen gegangen ist, die waren noch irgendwie ein paar Tage im Dorf und haben gesagt, ey, ich möchte alles dafür tun, alles. Jetzt wird es absolut nicht PC. Dass die kleinen Neger in Afrika alle was von Christus wissen. Und diese Mönche waren von diesem weinenden, aber wahrscheinlich strahlenden Bauernjungen so berührt, dass sie den mitgenommen haben nach Rom, in ihr Missionshaus, den da ausgebildet haben, und dann ist Archati nach Afrika gegangen als Missionar der Brüder von Tralala. Da haben sie dann auch rausgeschmissen, Archati haben sie überall rausgeschmissen, der war später auch mal Chefredakteur von einer Zeitschrift des Goetheanums, da haben sie es auch rausgeschmissen, überall haben sie ihn rausgeschmissen, das spricht ja für ihn. Aber diese Geschichte hat mich so gerührt, weil das kenne ich. Ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne das jetzt nicht mit Christus und ich kenne das auch nicht mit den armen Negerlein, das kenne ich nicht so. Ich kenne das eher so mit Charlottenburg. Wenn ich mit jemandem Zärtlichkeit teile oder geteilt habe, und ich teile viel Zärtlichkeit, ich teile einmal die Woche Zärtlichkeit mit über 30 Menschen in diesem Raum. Und es ist eine unendliche Zärtlichkeit, es ist eine unendliche Intimität, die dabei entsteht. Dann laufe ich oft durch die Straßen und dann muss ich manchmal weinen. Es hat zwei Gründe. Einmal muss ich manchmal weinen, weil das war so schön. Das war so schön. Donnerstag, glaube ich. Das war so schön. Es war so berührend. Ich war so offen. Ich war so durchliebt. Musste ich ein bisschen weinen vor Freude. Ist aber nicht schlimm. Aber dann muss ich oft weinen, wenn ich daran denke, dass die überwiegende Mehrzahl all dieser Menschen in all diesen Häusern das nie erleben, das teilweise noch nie erlebt haben. Und solange diese Welt so ist, wie sie ist, auch nie erleben werden. Wir haben das ganz oft im Leib erlebt, dass uns da erwachsene Frauen, die 30 Jahre verheiratet sind, nach einer normalen Leibbehandlung, ich war noch nicht mal gut drauf, gesagt haben, so bin ich noch nie berührt worden. Und es geht jetzt nicht nur mit mir, das geht auch mit allen, weil wir sind ein Zärtlichkeitsfeld. Und dann denke ich, ey Mann, was suchst du dir für Kerle? Aber das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel. Wir sind vielleicht eine Gesellschaft, die angeblich befreit ist, wo 30% aller Männer irgendwie wichsend vor ihren PCs sitzen. Das mag ja alles sein und wir haben Swingerclubs und hängen uns an Piercings, an die Lampen, das ist alles in Ordnung. Soll auch jeder machen, was er will.
Aber wir sind eine entzärtlichte Gesellschaft. Wir haben einen absoluten Mangel an Zärtlichkeit. Danke, dass du dich um meine Ohren kümmerst oder ihr euch um meine Ohren kümmerst. Ich habe nämlich eine ganz furchtbare Hellhörigkeit. Ich höre schreiende Haut. Und gerade wenn ich über solche Themen spreche wie jetzt, die mich sehr anrühren und kein Mensch fasst sich an, denn sind eure Häute so schreiend, das ist manchmal, als wenn Alraunen gezogen werden. Und da muss ich mich immer auf wenigstens die wenigen konzentrieren, die sich anfassen, damit ich hier nicht vor Tinnitus zusammenbreche. Ihr dürft gerne an eurer Berührungslosigkeit bleiben und ich achte irgendwie eure schizoide Angst vor schwitzender Haut. Es ist alles völlig in Ordnung. Nur vielleicht für meinen Tinnitus, wenn in jeder dritten Reihe sich vielleicht zwei berühren würden. Das würde mir sehr helfen, weil sonst kann ich so. Das tut echt weh. Ich erzähle irgendwie über multiple Orgasmen vor 300 Leuten und da fassen sich zwei von an. Das ist ein Geschreie. Das ist unbeschreiblich, weil eure Häute reagieren natürlich auf das, was ich erzähle. Die reagieren. Aber ihr haltet die Hände zusammen, blockt nicht bei Röhren. Ich würde euch zu einem kleinen Experiment einladen, passend zum Thema. Keiner sieht es und ich erzähle es auch nicht weiter. Versucht mal, zwei gleichzeitig anzufassen. Schaut mal, ob ihr alle moralischen Ketten mal überwinden könnt. Zwei Menschen gleichzeitig. Zwei. Das ist echt ein Erlebnis. Das haben viele Menschen noch nie getan. Viele Menschen haben noch nie zwei Menschen zärtlich gleichzeitig berührt. Kein Scherz, das ist so. Ich lade euch ein, in unsere Leibtherapie zu kommen, wenn wir mit Frettchen unsere Bufo-Knäule machen. Ja? Da sind 20 Leute in permanenter Dauerberührung. Ja? Da brennen wir jede Schizoidität aus jeder Zelle. Ja, und darum stehe ich heute hier. Und darum stehe ich immer wieder hier und stehe ich immer wieder überall. Weil mir geht es wie Pietro Archiati. Ich will nicht ruhen, bis der letzte Charlottenburger die Botschaft von der Zärtlichkeit gekriegt hat. Was für Pietro Archiati die kleinen Neger waren, sind für mich die schizoiden Charlottenburger. Ich habe die Vision, dass, wenn ich sterbe, Charlottenburg ein tantrisches Paradies geworden ist. Wo die Leute ins Café Richter kommen, ein Törtchen bestellen, sich umschauen und fragen, hat noch jemand eine Hand frei? Und sich dann zusammensetzen, sich reiben, sich vielleicht sogar mal das Ohrläppchen knabbern. Und mehr muss gar nicht sein. Ich plädiere keine Zwingerclubs etc. Ich war noch nie in so einem Ding und ich will da auch vielleicht nie hin. Das ist alles in Ordnung. Aber ich möchte... Was? Vielleicht... Ja, Freiheit ist, wenn alles möglich ist. Aber ich möchte eine Kultur erschaffen, helfen, deren Basis Zärtlichkeit ist. Weil alle meine Helden sind gescheitert mit ihren Revolutionen, weil die haben nur ökonomische Verhältnisse verändert. Und wenn ich nur ökonomische Verhältnisse ändere, ohne eine Kultur der Zärtlichkeit zu erschaffen, entsteht immer wieder Barbarei. Aber wenn ich eine Kultur der Zärtlichkeit erschaffe, dann muss ich gar keine Nationalgarden erschießen. Weil jemand, der von Hause aus jede Woche eine Stunde Leibarbeit macht, der kriegt eine Reflexhemmung, gewalttätig zu sein. Zärtlichkeit erschafft Reflexhemmung, erschafft Berührungsreflexe. Wenn ihr lange genug Leibtherapie macht, dann passiert bei euch so ganz was Eigenartiges. Ihr sitzt irgendwo und mit einmal schnellt eure Hand nach rechts. Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht gleich eins aufs Maul kriegt, ja, aber weil ihr reagiert auf den Ruf von Haut. Ja, für Pietro waren es die Negerlein, denen er die Botschaft bringen will, dass es Christus gibt.
Für mich sind es die Charlottenburger und vielleicht noch ein paar mehr, die Bayern auch noch ein bisschen, die Münsterländer, habe ich ja jetzt gehört, gestern ist ganz schlimm. Ganz schlimm. Die fassen sich nicht mal alleine an. Und das möchte ich heute Vormittag auch tun. Ich möchte von der Zärtlichkeit sprechen. Und überhaupt nicht von der Promiskuität. Ich habe mit Promiskuität überhaupt nichts am Hut. Die ist mir völlig fremd. Ich habe in meinem Leben, außer in meinen frühen Drogenphasen, noch nie einen One-Night-Stand gehabt. Ich rede gerne mit Menschen und erkläre mich und schreibe ihnen 87 Facebook-Tralala, bevor überhaupt irgendwas passiert. Also darum, mir geht es überhaupt nicht um, weiß ich was, jeder poppt mit jedem. Das ist nicht mein Thema. Mir geht es wirklich um Zärtlichkeit. Wirklich um Zärtlichkeit. Ja, und dazu möchte ich euch ermuntern. Darüber möchte ich euch erzählen. Ja, und jetzt widme ich diesen Vortrag. Und ich freue mich ganz besonders, dass ein Mensch den Weg heute hier zu mir in diesen Vortrag gefunden hat. Warst du überhaupt schon mal im Vortrag von mir? Ja, natürlich ständig. Meine liebe Chiara, die Tochter von Ulrike, die ihr Kind mitgebracht hat, der widme ich diesen Vortrag. Das Lied ist in der Toskana aufgenommen worden. Dann widme ich diesen Vortrag wie immer Dr. Wilhelm Reich, der uns wie kein anderer über die Funktion und die Notwendigkeit von Zärtlichkeit ganz viel überliefert hat, der mehr über die Zärtlichkeit und die Sexualität geforscht hat, wie der andere, den ich kenne. Ich wollte eigentlich heute eine Fliege tragen, aber meine Fliege, mein Hals ist scheinbar dicker geworden. Dr. Kinsey, der hatte immer diese wunderbaren Fliegen, den habe ich sehr geliebt. Der hat auch ganz viel über die Zärtlichkeit geforscht, als noch keiner drüber sprach. Und hat rausgefunden, was da alles irgendwie total schräg läuft. Dann möchte ich den Vortrag jemand widmen, den ich sehr verehre. Und ich fordere euch mal auf, euch mit diesem Mann zu beschäftigen. Weil einerseits sagt man, wenn man einen Lehrer beurteilen will, soll man ihn nach seinen Schülern fragen, das stimmt. Man soll ihn nach seinen Freunden fragen, wenn man einen Menschen beurteilen will. Was hast du denn für Freunde? Aber es gibt noch eine andere Beurteilungsform, man fragt ihn nach seinen Feinden. Und dieser Mann, dem ich diesen Vortrag widmen möchte, war der Erzfeind von Josef Goebbels. Kein Mensch hat Josef Goebbels mehr gehasst wie diesen Mann. Das muss eine michaelische Lichtgestalt gewesen sein, wenn der größte Dämon ihn so hasst. Magnus Hirschfeld, einer der großen Sexualforscher vom Krieg, 35 in Nizza gestorben, zum Glück noch früh genug weggekommen. Wenn ihn Goebbels gekriegt hätte, ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Tja, und Magnus Hirschfeld ist immer in eine Kneipe gegangen, die war gleich bei Irmgard um die Ecke, ins Eldorado und hat da die Nächte verbracht, wenn er die Tage lang über die Zärtlichkeit geforscht hat. Ja, dem möchte ich das auch widmen. Und dann natürlich einer der wunderbarsten Frauen, denen ich jemals begegnet bin, Annie Sprinkle. Es lohnt sich, mit ihr bei Facebook befreundet zu sein. Annie ist immer eine einzige Freude. Und ich freue mich immer, wenn sie ihren kraftvollen Körper mit einer solchen Selbstverständlichkeit in Facebook postet. Ja? Ich gucke schon immer irgendwie Bauch eingezogen, Halslappen irgendwie verdeckt. Und Annie postet pralles Fleisch. Ich bin begeistert. Ich bin so begeistert. Also Annie, befreundet euch mal mit Annie. Kann ich euch echt empfehlen. Annie ist echt spitze. Ja, naja. Komm bitte mit. Diese Frau. Sieht erstens abgöttisch gut aus. Alle mit einverstanden? Abgöttisch, unbeschreiblich. Unbeschreiblich.
dann macht sie mit mir seit Jahren mega erfolgreiche Seminare. Also unsere Schamanenkurse sind Gelddruckinstitute. Und wir lehren noch total tolle Sachen. Dann hat sie mich noch als einen ihrer besten Freunde, das muss man sich mal vorstellen. Dann hat sie noch eine Praxis, die voll ist und mit der sie 200.000 Euro im Jahr umsetzt. Stellt euch das mal vor. Dann hat sie noch ein Harem mit drei traumhaften, unbeschreiblich, erotisch, hochkompetenten Männern. Stellt euch das mal vor. Ist doch unbeschreiblich. Was hast du alles noch? Du hast ein ganz tolles Auto. Dann hast du die zwei schönsten Söhne, die ich kenne. Diese Frau hat so schöne Söhne. Das ist unvorstellbar. Tja, und jetzt stelle ich euch eine Frage. Warum habt ihr das alle nicht? Warum sind hier ungefähr 30% schon jahrelang nicht angefasst von euch? Warum haben die meisten oder viele von euch nicht mal Geld, irgendwie ordentlich in Urlaub zu fahren? Und die restlichen Fragen will ich gar nicht stellen. Und es gibt nur einen einzigen Unterschied zwischen ihr und euch. Einen einzigen. Und um den kümmert euch in euren Therapien. Und dieser eine einzige Unterschied ist, dass sie sich wert ist. Weil ihr könntet es alle. Außer die zwei schönen Söhne, die schaffen jetzt manche von euch nicht mehr, aber alles andere. Und vielleicht wollen ja manche keinen Drei-Männer-Harem, die wollen lieber einen Vier-Frauen-Harem, ist auch in Ordnung. Ja? Aber ihr könntet es alle, wenn ihr es wolltet, haben. Und der einzige Unterschied zwischen ihr und euch ist, sie ist es sich wert. Macht mit ihr ein Date, geht mit ihr essen und fragt ihr, wie bist du es dir wert geworden? Und dann macht nichts anderes, als es ihr nach. Punkt. Dankeschön.